bei uns nach einem 2:0-Sieg über Hannover 96. Zweite Mannschaft, ein verschwitzter Alex Nuri, der ist verschwitzt, nicht einfach, weil er Angstschweiß vergossen hatte, denn das war ein richtig souveräner Sieg heute, sondern weil er richtig Meter gemacht hat an der Seitenlinie. So aufgeregt? Ja, ich muss sagen, ist ja immer wieder aufs Neue beim Heimspiel. Wenn der Anpfiff ertönt, dann ist das einfach immer ein sehr intensives Erlebnis mit der Mannschaft zusammen, weil ich weiß, was da für Arbeit drinsteckt, was für Leidenschaft auch dahinter steht. Und deswegen geht man da auch so mit und freut sich dann auch für die Jungs, wenn sie sich so belohnen können für ein Spiel heute gegen eine unheimlich gute, präsente Mannschaft. Ich habe sie am Donnerstag gesehen und heute stand eine komplett andere Truppe auf dem Platz. Sie haben auf die Hälfte der Mannschaft umgebaut und da war schon auch richtig Qualität auf dem Platz. Und deswegen ein Riesenkompliment für meine Mannschaft, wie wir das bespielt haben, wie wir die Zweikämpfe angenommen haben und darüber hinaus dann auch, glaube ich, einen richtig guten Fußball dann auch geboten haben. Würde ich vorbehaltlos zustimmen wollen. Eine Sache trotzdem, du warst ein Offensivspieler als Aktiver. Mir fällt auf, dass die Truppe in den letzten Wochen vor allen Dingen nach hinten auch richtig gut arbeitet. Dieses Umschaltspiel nach vorne mit hohem Tempo zeichnet die Mannschaft die ganze Saison schon aus. Jetzt das zweite Mal zu Null gespielt in Wilhelmshaven schon, auch ein sehr intensives Spiel. Heute wieder gegen einen Bundesliga-erfahrenen Stürmer wie Kadar, gegen Göktemir, einen Nationalspieler und so weiter. Also eine richtig gute Mannschaft, der Sané, der zur Nationalmannschaft fährt bei Hannover. Avevor, so haben wir sie auch alle aufgezählt. Also nochmal betont, Hannover heute richtig stark trotzdem. Der VfB auch defensiv cool abgeklärt. Für mich beide Außenverteidiger heute richtig stark. Aber es fällt auch schwer dann, aus diesem guten Kollektiv einen rauszuheben. Zeichnet das die Mannschaft im Augenblick aus? Ja, das kann man einfach immer so sagen. Alle Jungs, die man dann reinwirft, die geben alles und kann das immer nur wieder herausstellen. Das ist nun mal das Credo, was wir diese Saison auch verfolgen, dass der Teamgeist, der Teamspirit einfach über allem steht und dass alle Jungs, die auf dem Platz sind, sich für das Kollektiv aufopfern. Und nur so geht das, nur so haben wir auch eine Chance zu bestehen. Wir müssen jeden Spiel an unser Limit gehen, um Punkte mitzunehmen. Das ist uns dann bewusst, heute war uns das wieder bewusst, da haben wir wieder alles auf den Platz raufgebracht, was du bringen musst, um so ein Spiel zu gewinnen. Es war sehr, sehr intensiv, wir haben viel investiert und wurden unterm Strich belohnt und dafür freue ich mich für die Mannschaft. Wir freuen uns mit, danke Alex Nuri. Sorry.